Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit Part 3 von Summoners War Chronicles. Muss man den Namen noch merken. Wir standen im letzten Part vor dem Dungeon und wir stehen noch immer davor und wir gehen jetzt rein. So. Und wir können 3 Monster mitnehmen. Und wen nehmen wir mit? Also, ich will ganz ehrlich... Ja. Ich will... Ja, nein. Lass mich erstmal die Monster mitnehmen. So, ich will sie switchen und ihn switchen und... den switchen. Also wir nehmen jetzt einfach ja, unsere Leute, mit denen ich bisher gespielt habe, einfach alle raus. Und unsere Leute sind Level 1. Kann ich die vorher irgendwie leveln? Ja, das kann ich machen. So. Ich habe ja gelernt, wie das geht. Wir gehen zu Monster. Und dann gehen wir jetzt beispielsweise auf Shannon und dann gehen wir auf Aufleveln. Okay. So, dann kann ich hier... mach die mal auf 5. So, das mache ich jetzt mit allen. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus, vor allem, weil wir mehr Kampfkraft haben als die Gegner. Beginnen wir mit unserem ersten Dungeon. Also, ich bin gespannt. Das ist cool. Where are you taking me? Let me go! That ominous purple energy, could it be? Ow! Hey, that hurts! You're even louder than you look! Siding with the Neo-Galagon, the Magic Council won't let this slide! I'll shut that mouth of yours! Take this! Oh no. With this power, I have nothing to fear! Wenn der Trommler anfängt, die Trommel zu schlagen, erhält er den Schutz des Risses und wird unbesiegbar. Oh Gott. Du kannst die Unbesiegbarkeit des Kobold-Trommlers entfernen, indem du die Kobolde besiegst. Also verpasst deine Chance nicht. Du musst den Quest-Dungeon manuell abschließen und Autoplay ist erst danach im normalen Dungeon verfügbar. Cool, also das gefällt mir. Also ich bin ja eh ein Fan davon, einiges manuell... Was nehmen wir da? Ein Werkzeug mit? Einiges manuell zu machen, ist viel besser. Wir wollen ja auch spielen. Wir wollen ja nicht spielen lassen, wir wollen spielen. So, cool, dass hier Dungeons im Spiel sind. Jetzt trommelt der Idiot, okay. Bam, bam, bam. Okay. Ich bin unbesiegbar, während ich die Trommel schlage. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ist schon lustig. So, was muss ich jetzt kaputt machen? Ah, wir machen die Goblin. Nein, wir machen die... Wie kann ich denn überhaupt auswählen, auf wen ich gehe? Ich will die anderen Goblins kaputt machen, aber okay, die sind schon kaputt. Kann mir jetzt einer sagen, wie ich auswähle, welchen Gegner ich anvisiere? Achso, die Trommel muss ich auch kaputt machen. Achso, die ist schon kaputt. Wie kann ich auswählen, welchen Gegner ich angreife? Also meine Monster haben die richtigen Angriffen, aber ich habe die falschen Angriffen. Kann ich hier auch die Wand kaputt machen? Ja. Schon sagen. Die Schatzkiste nehmen wir natürlich mit. So. Oh, okay. Ich dachte, wir kriegen das direkt oder müssen es aufsammeln, aber das daneben fällt, ist ja gut, dass ich gemerkt habe. Sonst wären wir fast vorbeigelaufen. Okay, also mal sehen, ob wir hier jetzt die richtigen anvisieren. Wo sind denn die Kobolde? Da links. Okay. So, was haben wir überhaupt hier? Wir können uns buffen. Ja, muss mir noch die Skills von unseren Monstern durchlesen. Ich weiß, was die in SW gemacht haben. Ob die hier 1:1 dasselbe machen. I don't know. Werden wir herausfinden. Achso, ich habe die Windwaffe. Klar, wir sind ja, ich wollte schon sagen, sind meine Skills auf einmal irgendwie grün. Wir kämpfen ja gegen Wassergegner. Aber irgendwie haue ich nicht drauf, ne? Ich schieße die ganze Zeit auf den Trommler-Dude. Wir haben eh kaum Mana, aber gut. Ja, ich weiß, dass wir nicht genug Mana haben. Ja, an das Kämpfen muss ich mich echt noch gewöhnen. Ich werde es wahrscheinlich dann am iPad erstmal lernen. Und dann werde ich es irgendwann hier auch hinkriegen. So, weiter geht's in dem Dungeon. Also, cool gemacht. Ich bin begeistert. Ich habe mir gar nicht so viel... Ne, ich habe gar nicht sowas erwartet, ganz ehrlich. Nichts davon. So. Wir haben sozusagen eigentlich 3 Buffer, ne? Also, wenn ich das von früher so weiß, was die Monster machen. Und, 2 davon, also Colleen und
Kona müssten auch healen können. Und ich bin ja selbst einer, der healt. Also Kona glänzt ja wahrscheinlich. Glänzt er auch hier, weil wir haben eine Bombe auf unserem Kopf. Blöder Malaka. Glänz ich? Ne, ich glänze auf jeden Fall nicht. Es ist nicht schön, dass ich eine Bombe auf meinem Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wann die explodiert. Wieso glänzt denn Kona nicht? Vielleicht muss ich das auch erst freischalten mit Skills oder so. Skill-Ups. I don't know. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. Wir werden mir die Skills bei jedem durchlesen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es extrem große Skillbäume gibt. Wirklich sehr große. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir keine Schatzkiste vergessen. Das wäre irgendwie sad. Und ja, also ich glaube, als Anfänger ist man hier massiv überfordert. So ich, aber andere auch. Ich möchte nur definitiv keine Guides am Anfang lesen oder mir Videos anschauen, wie man es optimal macht. Weil ich erstmal so das Spiel selbst erkunden möchte und Spaß haben möchte. Und denke, das ist auch mal ganz interessant für mich, dass ich nicht weiß, was sinnvoll ist und vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler mache, den ich dann im halben Jahr in einem YouTube-Video präsentieren kann. Also, ja, ich möchte auf jeden Fall hier einfach erstmal Spaß haben, so dass es die höchste Prio von mir. Hat der es unbesiegt? Ist der unbesiegbar? I don't know. Ne, wir machen dem auf jeden Fall Schaden. Okay. Ja, das ist so meine Main-Prio, erstmal Spaß haben. Ja, und das Ganze dann auf YouTube mit euch teilen und dann schauen wir mal. Natürlich werde ich wahrscheinlich Fehler machen. Es gibt wahrscheinlich so Monster, die man unbedingt haben muss, aber ja, keine Ahnung. Werden wir schon mit der Zeit herausfinden. Ist hier auch irgendwie, ne, das ist Kota, der Arme. So, auf jeden Fall ist er gerade unbesiegbar. Ich weiß nicht, wie ich das eben entfernt habe. Ich wüsste auch nicht, dass eins von unseren Monster irgendwie einen Strip hat oder so. Deswegen, oh ja, er ist nur für eine Zeit lang unbesiegbar. Okay, also, ja, goodbye. Goodbye! Mistkerl. So, Kota, komm, wir holen dich jetzt. Oh, ich lebe noch. Ich wäre zum Koboldfutter geworden, wenn du nicht gewesen wärst. Ich entdeckte einen Mann mit dem Auge von Argas, als ich vom Himmel über den Grasland von Rudeling in das Fernrohr schaute. Also landete ich das Luftschiff in aller Eile. Diese Person wurde von den Neos verfolgt. Ich wollte ihn also in das Luftschiff bringen und wieder abheben, aber in diesem Moment wurden wir angegriffen und stürzten ab. Verzweifelt floh ich aus dem abgestürzten Luftschiff, aber diese Kobolde schleppten mich hierher. Sie müssen gedacht haben, dass ich das Auge von Argas habe. Ich muss herausfinden, wo der Kerl, der das Auge von Argas gestohlen hat, hingegangen ist. Geh zurück ins Dorf Rudelin und erzähle Joshua von der Situation. Ach, der Arme. Ja, wir haben dir gern geholfen und wir sind Level 6. Ich habe schon gesehen, also ich habe gestern vorgestern Sophie gesagt, so SW ist da und sie so, what? Und ich so, what? Also beziehungsweise sie hat es an meinem YouTube-Video gesehen, wir haben Spider nicht gecheckt. Und Lag des Todes. Sondern nur war ich ja gestern den ganzen Tag, Joshua, Ruhe, du kommst gleich dran. Habe ich gestern war ich ja den ganzen Tag, also gestern für mich jetzt, am Mittwoch, den 15. März, macht's einfacher, war ich ja den ganzen Tag unterwegs wegen der Arbeit und dank der Deutschen Bahn kam ich erst sehr spät abends an. Und das heißt, an dem Tag konnte ich nichts in dem Spiel machen und heute ist jetzt der dritte Tag, in dem ich das Spiel spiele. Nur Tag 1 war das erste Video und Tag 2 war Arbeiten und einmal einloggen und Tag 3 ist heute. Letztes Video und dieses Video. Ja, und Sophie hat dann gestern halt gespielt, als ich dann den ganzen Tag unterwegs war und arbeiten war. Und sie ist irgendwie schon so Level 26 und wir sind fast 6 geworden oder so. Junge. Na gut, sie nimmt auch nicht alles auf und hat gesagt, dass sie die Story geskippt hat, aber why? Und ihr seid bestimmt auch schon Level 200 oder so. Ich weiß, so weit geht's gar nicht, aber wir gehen es hier langsam an. So, unser Verehrer spricht mit uns. Danke, dass du Kota gerettet hast. Kota ist ein alter Freund und Kollege von mir und du hast sein Leben gerettet. Dies ist ein kleines Zeichen der Dankbarkeit. Es scheint, dass du ein ziemlich talentierter Beschwörer bist. Es wird dir von Nutzen sein. Was kriegen wir denn? Eine MS? Eine MS nur? Das ist dir dein Freund wert? Naja. Wir sind Level 7. Und was sollen wir machen? Wächterprotokoll.
Oh, 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 was sehe ich da? Was sehe ich da? Also, so Schriftrollen nehme ich gerne an. Sehr gerne. Ob ich jemals diese Menüs alle wieder finde mit diesen 1000 Büchern und Quests und allem möglichen? I don't know. Hoffentlich. Das Witzige ist, also... als ich das Spiel runtergeladen habe, sah es so hässlich aus, ne? Da musste ich direkt die Quali hochstellen. Dann kamen da so 1000 Warnungen, so... Möchtest du riskieren, dass dein Handy Flammen fängt und du dir die Hände verbrennst? Ich sag, ja, mach das Spiel bitte in einer guten Qualität. Und ich habe alles auf die höchste Stufe eingestellt und es sieht gut aus. Es wird nur wirklich warm. Also ich habe noch keine Verbrennungen dritten Grades oder so, aber es... Also wenn jetzt der tiefste Winter wäre und hier im Haus keine Heizung an wäre, dann würde mich das Teil schon wärmen, auf jeden Fall. Und jetzt hört ihr gerade die Rollladen im Hintergrund. Ja, wir beschwören jetzt ein Monster anscheinend. Und ich krieg hier auch, Alter, überall kriegt man Sachen. Überall. What? Konto Level 4. Achso, das ist wieder was anderes. So, wir haben Konto-Level und mein Mädchen hat ein Level. Okay. Gut, dass ich das auch weiß. Ist die besser? Was ist das? Auto ausrüsten. Ich dachte, das wäre jetzt so eine... Achso, ich hab schon. Was ist? Ich weiß nicht, was das ist. Egal. Finden wir noch heraus. Ich habe nur gesehen, dass wir nicht unbegrenzt Plätze im Inventar haben. Also hier. Sondern, dass wir irgendwann... bald hier die Slots kaufen müssen oder so. Naja, okay, weiter geht's. Wir beschwören. Ich soll Net5 beschwören? Die selektive Beschwörung erlaubt es dir, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Versuchen erneut zu beschwören, bis das gewünschte Monster beschworen wird. Okay. Also, ganz ehrlich, das ist schon mal so viel netter oder F2P-freundlicher als Summoner's War in den 200 Jahren, in denen das Spiel existiert. Also, goddamn, das ist sehr nice. Okay, auch wenn das gewünschte Monster nicht erscheint, kannst du die Anzahl der Beschwörungen zurücksetzen, indem du eine Quest durchführst, also ziele auf die beste Auswahl. Wow. Okay. Cool. Ja, dann, was will ich denn? Gibt's hier überhaupt... Ich weiß nicht mal, welche Monster es in dem Spiel gibt. Gibt's Ciara? Ich weiß nicht. Wir machen das einfach mal und gucken, was da rauskommt. Also, so großzügig hätte ich das jetzt nicht erwartet. Wir kriegen einen Golem. Ja, den wollte ich schon immer. Perfekt, nehmen wir. Und eine Schlange. Und eine Elfe. Und ein Salamander. Ich weiß die Namen alle nicht mehr. Und ein Kriegsbär. Meine Güte, hör auf mit dem Lag. Diese Bombe hier wird alles auslöschen. Und ein... Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nur, was der rote Zibrolter heißt. Und der blaue Malaka. Wie ist der gelbe nochmal? Der Winddude. Ein Werwolf. Das Forster hier. Theon haben wir ja schon. Das war alles. Wir kriegen nicht mal irgendwie ein Net5 oder so. Aber okay. Dann erneut beschwören. Ja, ich weiß, die gehen dann alle weg. So, das ist das Dungeon und Summon-Video. Wir können das Ganze ja auch mal skippen, ne? Ach, dann ist alles direkt weg. Wen haben wir denn bekommen? Naja, solange wir kein Net5 kriegen, ist das eh lame. Wie sieht denn Net5 aus? Ist das jetzt ein Net5? Das sieht alles irgendwie krass aus. Das Rote wahrscheinlich, oder? Ja, wir kriegen ja nicht zwei Net5s in der Rotation hier. Ja, Hark... Meine Güte, muss mich echt an die Namen gewöhnen. Also, mir wieder die Namen in Erinnerung rufen oder wieder neu merken. Aber hier stehen ja erstmal nicht die Namen, solange die nicht erweckt sind. Und Mystic Witch. Und Frankenstein. Aber das neue Artwork gefällt mir auf jeden Fall. Okay, Rot ist anscheinend nur ein 4-Star. Wie sieht denn ein 5-Star aus? Und wieso machen die, wenn man das mit einer Quest zurücksetzen kann, wieso kann man nicht direkt unendlich oft hier jetzt pullen? So, wir haben noch immer keinen 5-Star.
Ja, wir beschwören einfach mal erneut. Wir überspringen. Ich habe ja keinen 5-Star. Ich wette, ich werde gleich die Quest machen. Wer ist das denn hier? Weiß nicht mal, wer es ist. Ist ein Vagabund. Okay, Vagabund. Und was ist das? Nächsten Mal. Der sieht ja cute aus. Okay, ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das erste Net 5 gezogen habe. Ich werde alles zerstören. Ist das jetzt ein Net 5? Okay, ein Rakan, so ein Baby-Rakan. Also cool, ne? Aber ganz ehrlich, so Rakan wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, deswegen. Nee. Also Rakan ist nice, aber nee, wir machen einfach mal weiter. Ein Schneesturm wird kommen. Gut, dass sie mich immer vorwarnen. Okay, ist Tyron wahrscheinlich. Ja. Sieht danach aus. Ist Tyron hier ein 5-Star? Okay. Krass. Den will ich aber auch nicht. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, wen es gibt. Wenn ich jetzt Tiara will und die gibt's nicht, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich hier noch 10 Jahre dran hängen. Aber es gibt ja so ein paar Monster, die ich nice finde. Wie zum Beispiel mein geliebter Wind Panda. Ich würde auch einen Wind Panda direkt nehmen. Und also Ariel ist bestimmt auch ganz cool. Ich habe ja persönlich, ja, also auf meinem SW-Account mit meinem Ariel sehr viel Spaß gehabt. Nur ich habe ja einen Heiler schon. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher irgendwie ein Damage-Dealer wäre wahrscheinlich sinnvoll für meinen Account. Also Wind Panda, Theomas. Ich weiß halt, ich habe nur gehört, ich weiß von keinem Monster, das irgendwie gut sein soll. Abgesehen von diesem dummen Argen. Nur weiß ich nicht, ob ich mir hier, wenn ich schon unbegrenzt oft pullen kann, ob ich wirklich auf einen Argen spekulieren will. Ich werde sterben. Nein, du zuerst. Das ist Wasserpanda, ne? Wasserpanda will ich nicht. Wenn, dann soll es schon Wind sein. Hm. Also, vielleicht nehme ich auch die Beschwörungsrunde, in der ich 3 Net 5s auf einmal pulle. Wer weiß. Also dann würde ich es akzeptieren, wenn da ein Argen dabei wäre. Dann kann da ruhig auch irgendwie was Wackes noch dabei sein. Ich weiß halt nicht, welches Net 5 irgendwie STL ist oder so. Aus dem Weg! Wer ist das? Windkamera? Nee. Nee. Sieht immer so aus, als ob das Spiel abstürzt. Aber gut, ich sehe mir, also gleich würde ich die Quest machen, dann schauen wir uns die ganz kurz an und dann sehen wir uns danach wahrscheinlich wieder hier. Weil, das Video kann ja nicht 10 Stunden gehen. Okay, Windaffenkönig. Wäre okay, wenn ich noch 2 andere Net 5s mit dem zusammenbekommen würde. Aber nein, wir setzen das Ganze jetzt zurück, okay. Dann machen wir mal die Quest. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Joshua, sei leise, ich habe keine Lust auf dich. Ich lese das nicht mal vor, weil du blöd bist. So, mit dem reden wir jetzt. Meine Güte, mein Handy wird richtig heiß. Steht irgendwo, wie viel Akku ich noch habe? Unten. Naja, das sieht noch nicht so viel aus. wir kennen es aus meinen alten Videos, in denen mein Akku immer leer war. Aber, ja, so schlimm ist es heute nicht. Außer ich sitze hier noch eine Stunde, bis ich mal meine 300 Fives in dem 10er-Pool gezogen habe. Ich werde nicht auf 300 Fives spekulieren. Okay, wir sind wieder zurück. Hat ein paar Minuten gedauert. Ist ein bisschen nervig und unnötig. Und ich weiß nicht, warum das Spiel das so eingebaut hat. Wahrscheinlich wollen die, dass Leute nicht unbegrenzt sammeln, bis sie wirklich 200 Net Fives in einem Pool kriegen. Aber ist okay. So, wen kriegen wir jetzt hier? Eine Shazoon. Lustig, dass das ein Net 5 hier ist, ne? Aber ich habe ja eine Heilerin, also Shazoon ist jetzt nicht so First Pick. Vor allem unser Dreier-Squad gerade. Also wir haben ja Theon, der kann heilen, Kona kann heilen. Und hier, wen haben wir noch? Unsere Harpu. Alle Namen wieder vergessen. Wir haben ja 2 Monster in unserem Team, plus ich als Beschwörer. Wir können ja, alle 3 können heilen, nur Shen kann ich heilen. Also von daher würde ich ja, ich werde alles zerstören, deswegen wie gesagt, Damage-Dealer. Ist schon wieder ein Rakan, geh weg mit dir. Sehe ich schon, ich werde die Quest gleich wieder machen müssen. Alles einfrieren! Ein Theomas! Okay, ein Theomas wäre gar nicht mal so übel. Ein Theomas. Theomas ist schon nice.
Aber also, wir wissen alle, Theomas Procmaster, weiß nicht einmal, ob es hier Gewalt gibt oder so. Ist schon nice, aber so Wind Panda und so. Kann ich hier nicht saven und trotzdem, ich versuch's trotzdem weiter. Vielleicht kriege ich ja 200 Fives. Bin richtig gierig hier. Vielleicht haben die das verhindert, dass man gar nicht 200 Fives kriegen kann. Und ich versuche das jetzt hier die nächsten 3 Stunden. I don't know. Okay. Zurücksetzen. Fast auf Bestätigen geklickt, ey. So, da bin ich wieder. Fazit nach so ungefähr 600 Scrolls. Es war mega nervig, hat lange gedauert. Und am Ende habe ich mich für Theomas entschieden, den ich schon vor irgendwie 6 Stunden gezogen habe. Aber naja, ich habe einiges gelernt. Zum einen, dass man wirklich nur maximal eine 5 plus einen Forster ziehen kann. Also es gab in keiner anderen Rotation irgendwie mehrere Forsters plus Net 5 oder 2 Net 5s. Die haben es wahrscheinlich so begrenzt, dass man maximal 1 Net5 mit einem Forster rauskriegen kann. Und das ist ja auch ziemlich nett. Und ich denke, ja, zu meiner Heilerin passt ein Damage-Dealer. Und Theomas war in SW cool und ist hier hoffentlich auch cool. Also, ja, ich denke, ich bin erstmal zufrieden mit dieser Wahl. Damit endet das Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, es kommen jetzt relativ häufig Videos. Und ich werde auch morgen schon den nächsten Part aufnehmen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.